Hallo Freunde der Sonne und willkommen bei eurem Schulle zu einer neuen Folge Xenoblade Chronicles hier auf meinem YouTube-Kanal. Und ich erklimme immer noch die Mauer der Hochentia, ich weiß gar nicht, hat das hier einen Namen? Ich weiß es gar nicht, Gipfel der Schwestern, so heißt es. Dankeschön Spiel, ne, weil der Aufzug natürlich kaputt war. Und ich hatte ja gesagt, in der Zwischenzeit, also zwischen den Aufnahmen, werde ich die Items einsammeln. Das habe ich gemacht. Und Leute, ihr glaubt gar nicht, wie oft meine Kollegen runtergefallen sind. Junge, Junge. Ah, schade, von hier oben kann man den Aufzug auch nicht aktivieren. Na gut, dann wollen wir mal rein da. Ryan. Ready to go, Shulk? Yeah. But just hold on a minute. What is it, Shulk? It's about the Monado. I'd like to ask your permission to use it a little longer. Why ask me? The Monado was your sword, but I need it to achieve my goal. So... Don't sweat it. You are far more skillful at wielding that thing than I ever was. Keep it. It's yours. Besides, I have a new sword. That old coot had the decency to forge this for me. I owe it to him to make the most of it. Dunban. You've fought your way this far. That is proof enough the Monado has accepted you. Don't take my word for it. Believe in yourself, Shulk. Believe in myself? Never lying down, never giving up. That's our pride and strength as Hongs. And we have to make sure those metal monsters know it. You're right. Time to move, people. This prison island Shulk saw in his vision isn't getting any closer. Okay, und rein da. Neuer Reisepunkt, untere Luftröhre. Achso, von dem Biotis, ja, ist klar. So, was haben wir hier? What is this place? It's giving me the creeps. Hmm. At a guess, I'd say we're inside the Bionis. What is it, Shulk? Oh, nothing. It's just that it feels like the Bionis isn't really dead. Huh? Wait a minute, Shulk. If the Bionis starts moving around, things won't look good for us. Let's just keep moving. Right. Okay. Na, ja, das wäre schon ein bisschen ungeil, wenn der sich jetzt einfach bewegen würde, ne? Aber hey. So, das ist also eine Luftröhre hier, ja? Hm. Bisschen überdimensioniert, aber gut. Neuer Ort, dritte Lunge. Okay. Das heißt also, er hat schon noch mindestens zwei andere. Hm. Alter, okay, also die Biome, die sind schon geil. Was sind das? Na nö. Ist das wie in One Piece hier, so ein Knock-Up-Stream, oder was ist das? So, Nopon Reisender. Bin überrascht, total. Ja, ihr wollt nach oben. Wartet auf Wasser. Wasser macht Platsch und schießt euch hoch. Ah, so ungefähr. Mhm. Okay. Die Frage ist, wenn das hier die Lunge ist, was ist das hier für eine Brühe? Hm. So, dann warten wir mal. Oh yeah. Hui! Abflug. Ja. Autsch. Okay. Das war jetzt, ja, unspektakulärer als ich dachte, aber gut. Und da oben ist schon wieder der nächste, ja, weiß nicht, Zwischensequenz oder nächste Wegpunkt, wie auch immer.
Obere Luftröhre. Okay. Face Nemesis. Your frame is complete. All that remains is the soul transfer. That damage. Does a weapon exist that can melt face armor? How? Lady Venea, Master Egil wishes to see you. Understood. Tell him I will see him when this face is complete. Acknowledged. I have fulfilled my duty. You and only you can bring about a new age on Makonis. No, the entire world. My mistress, Lady Mayneth. Okay, gut, also da haben wir jetzt wahrscheinlich gerade live zugeguckt, wie so ein Gesichtsmeckon hergestellt wird. Und ich fürchte fast, das war Fiora. Aber gucken wir mal. Speicherdaten überschreiben, auf jeden Fall. So. Und weiter geht's. Der Magner Waldweg. Gut, also das sieht auf jeden Fall wirklich so aus wie eine Verschmelzung von Mekon und Mensch. Wobei, ja, oh Gott, wie hieß sie eben? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Naja, aber sie sagt ja sie nannte ja diesen neu erschaffenen Mekon ihre Herrin Lady Mayneth. Das heißt, den Mekon Mayneth, den muss es ja vorher schon gegeben haben. Ich weiß nicht, den bauen sie jetzt quasi neu, nur mit einer menschlichen Hülle respektive Seele im Innern, oder? Turned up the heat. I've never seen such a dense forest. Me neither. How much further? This must be the back of the Bionis. If Shulk's vision is right, we've still got a long way to go. You mean go on in this heat? I'm sweatier than a Brog's armpit. We'll have to search for the best route.
Sadly, until we find a way, we'll have to put up with Rhine's stench. Sharla? We must be outside the tower. Welcome, true heir to the Monado. Father! Weak, weak and pathetic! What or who are you? You will pay for what you've done! You will know the pain and suffering you caused the Emperor Amphiora! A silver-faced Mekon. And who was that girl? These visions show me people and places I've never seen. If only I could find out what they mean, we could use them to our advantage. Look over there! A rope bridge. It looks Homs made. Not Homs. Nopon. Though a lot of them have settled in our colonies, the Nopon are originally native to Machna Forest. Do you think they'd know the way to the Bionis Head? I can't say. But walking around in circles isn't going to achieve anything. Our best bet is to look for their village. Okay, hatte gerade ein bisschen was von Secret of Mana. Aber okay, dann ist die Vision, die Shulk hatte. Das Mädchen, das wir gut vorhin einmal in der Videosequenz gesehen haben. Und auch in der Vision. Das ist wahrscheinlich die Tochter von dem Kaiser, denke ich mal. Ne, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder irgendwie nicht, oder was weiß ich was. So, was haben wir hier? Wir haben endlich alle 8 Seetangpilze gesammelt. Kofuko wird zufrieden sein. Mhm. Okay. Ne? Und dem zufolge macht auch der Ausruf von Shulk da am Ende der Vision Sinn, ne? Dass sie bezahlen werden für das, was sie dem Kaiser und Fiora angetan haben. Das heißt, irgendwas werden sie dem Kaiser noch antun oder seiner Tochter, Nichte, wie auch immer. Und halt Fiora, weil die ja wahrscheinlich jetzt in diesem Dingens-Mekon drin ist. Und da ihre Seele für hergibt, damit der Mekon wieder neu leben kann oder wie auch immer. So erkläre ich mir zumindest bis jetzt die Story. Ne? Ob es richtig ist? Hey, keine Ahnung, wir werden es sehen. So. Aber die, wie gesagt, also die Story, die gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Oh, da ist ein Harmoniegespräch. Agni-Denkmal. Oh Gott, und zwischen Quests, genau. Side-Quests. Noch nicht verfügbar. So. Was hast du denn? Kann überhaupt gar nicht glauben. Muss euch was sagen. Ganz fieses, starke, hungrige Fressviecher im Magna-Wald. Will zurück ins Dorf. Macht ihr Monster auf dem Weg platt. Na, sieh schon. 5 Dschungel-Eulen. Schon wieder Eulen. Ja. Aber vorsichtig sein. Viele Monster, starke Monster. Okay. Und natürlich hat er noch mindestens eine Quest. Magna-Lykosen. Okay. So, nehmen wir. Mhm. Viel zu schwer verdaulich, bla bla bla. Und er hat noch eine. Ja! So, 2 Magna Grovodras. Habe Vertrauen in euch. Und natürlich hat er auch noch eine 4. Nebenquest. Alter, das geht mir an dem Spiel richtig auf die Eier. Meine Fresse. So, Gott sei Dank.
Okay, Swap-Schmuck. Habe ich auch hier irgendwie Swap? Nee. So, nee. Hm. Physische Abwehr 42. So, Eisenschmuck. Ja, ist aber schon ausgerüstet. Moment hier. Von denen, nee. Das ist alles weniger, wie es aussieht. Warum kann er es nicht tragen? Stärke von Handwerkern in Sator gefertigt. Okay, warum kann das keiner tragen? Typus, also wegen schwer. Also wegen dem Typus. Aber, Okay. Nebelcreme. Ne, das sieht ja auch ein bisschen doof aus. So. Oh. Swap Leggings. Jetzt gerade hat er Eisen Leggings an. Okay. Das heißt, ich könnte ihm hier auch das. So, wenn er hier noch die Swap Stulpen hätte irgendwie, dann. Typus Mittel. Na, okay. Also kann anscheinend noch keiner irgendwie diese schwere Rüstung tragen. So verstehe ich das. Gut, dann ist dem so. Okay, wie viele Stile gibt's hier noch? Aha. Ja, nehmen wir mal, ne? Nee. Ja, Koloniestil. So. Nur, dass es nicht so zusammengewürfelt aussieht. Gefällt mir, glaube ich, besser. Na naja, gut, das stelle ich dann irgendwann mal so ein. Den hat er ausgerüstet. Yep. Das wären minus 5 für minimalen Schaden. Aber plus 115 für maximalen Schaden. Na gut, physische Abwehr wäre halt würde alles runtergehen. Nee. Okay. Hier ist eigentlich schon alles so das Beste gerade ausgerüstet, glaube ich. So, hier die Nebelcreme, aber. So jeweils. Oh, Eisenleggings. Moment. Na ne, hat er schon an. Okay. Minus 19 Ätherabwehr. Okay, nimmt da trotzdem mal. Kaiserin Fußschutz. Tja, wenn man das mal anlegen könnte, ne? Wäre schon schön. Quartstiefel hat sie an. Oh ja, nee, die bringen gar nichts. Oh. Die sind aber besser. Okay. Ei. Okay, das wäre bei ihr besser. So. Gut, gut. Okay. Nur ein Bikini, klar, warum nicht? Das hat sie ausgerüstet und das ist alles schlechter. Yep. Und der Quarzschmuck. Oh, hier, der ist auch besser. So. Ja. Nehmen wir mal das. So. Damit haben wir ja erstmal ausgerüstet, ne? Dann würde ich sagen, ich möchte mal was verkaufen, ey. So. Oh Gott, kann ich das irgendwie sortieren? Na hier, das zum Beispiel. Oh Gott, Moment.
So. Und da das Monado verkaufen wir natürlich. So, das einmal weg. Abendsichel kann auch einmal mindestens weg. Kann man das irgendwie sortieren? Nee, ne? Pandemonium habe ich auch zweimal. Moment, wieso? Ah, das hat... Okay. Dieselben Werte, aber ein Sockel mehr. Mhm. Leichtramme. Moment, Springmesser, Jagdmesser, Defensivmesser. Das sieht doch schon besser aus. So. So, jetzt ist die Frage, kann das alles weg hier? Ich würde sagen, ja. So. Und hier das auch. So, das auf jeden Fall nicht. Aber hier alles darunter. Moment, können wir einmal. So. Regners, Leggings, Präriehosen. Komm, weg. Geiseren Fußschutz, das behalten wir auf jeden Fall. Das behalten wir, das behalten wir. Was bringt sowas überhaupt hier? Okay. Gar nicht mal so wenig. Okay, und was können wir kaufen? Das interessiert ja auch. Ah. Okay. Aber minus physische Abwehr, das ist halt, nee. Eisenschmuck. Ja, das wäre schon ganz geil eigentlich. Also mindestens ein für mich, also für Schulk. Magna Top. Oh. Magna Shorts. Oh. Okay, davon hätte ich, glaube ich, gerne zwei. Okay, Magna Shorts für Schulk und Schala. Und ich glaube, hier habe ich mir den hier, ne? Einmal gekauft. Yep. So. Tschüss. Das ist recht. Ausrüsten. So. Und, oh Gott, was waren das jetzt? Waren das die Stiefel? Nee. Magna Shorts. Okay. Das, Moment. Okay, hier muss ich auch ganz dringend. Okay. Nehmen wir mal mittlerer Stil 2. So. Gut, oh gut. Ja. Hm.
So. Okay. Mittlerer Stil 1. Ah, hier habe ich noch den mittleren Stil 2. Verdammt. So. Okay. Okay, Ronier-Stil und das. So. Gut. So, damit sind wir hier angekommen, haben ein bisschen ausgerüstet, umgerüstet, etc. pp. Dann würde ich sagen, das ist doch mal die Gelegenheit, um diese Folge zu beenden. Ne? Logischerweise in der nächsten Folge erfahrt ihr, wie es uns auf dem Weg zum Kopf des Bajonid, wie es da weitergeht.